alle miteinander. Sonntagmorgen, kurz nach 8, die Bella steht mutterseelenallein auf dem Hauptbahnhof in Mannheim. Und das verspricht ein wunderschöner Tag zu werden. Und zwar nicht, weil ich hier in Mannheim stehe, sondern weil ich mich nachher mit meinen Mädels treffe. Die Jungs haben wir alle zu Hause gelassen. Wir fahren dann weiter mit dem Zug nach Frankfurt am Main. Dort ist heute leider schon der letzte Tag des ersten größten Japan-Festivals in Frankfurt, dem Mainmatsuri. Und ja, wie es schon sagt, Festival. Es geht um japanischer Lifestyle, Kultur, Essen, Trinken, Musik. Und ja, wir freuen uns schon drauf. Ich warte auf die Mädels, die dürften gleich hier kommen. Und ich melde mich von unterwegs, beziehungsweise spätestens von dort. Wir sind jetzt in Frankfurt angekommen. Ganz gemütlich laufen wir jetzt bis zum Festival. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja genau, wir haben noch genug Zeit, um zu verlaufen. Mal schauen. Wir kriegen das schon hin. Ne? So, wir sind jetzt angekommen. Wir haben, wie gesagt, noch ein paar Minuten Zeit. Wir sind ja zu früh da. Die Händlerstände sind teilweise schon offen, sind noch am Aufbauen. Und hier kommen schon die ersten Cosplayer. Also es ist nicht mehr lange bis zur Öffnung. Ja, da hinten haben wir eine Bühne. Da haben sie eben schon Soundcheck gemacht. Und ein paar Fressstände sind da. Ich habe gesehen, japanischer Premium-Sake ist jetzt weniger was für uns. Aber man kann ja trotzdem mal gucken gehen, ne? Und saugeilen Manga in der Hand, den ich mir, glaube ich, nur alleine vom Namen her kaufen würde. Guckt euch das mal an. Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Teil 1. Also es geht noch weiter. Ich glaube, ich kaufe mir den Manga einfach nur wegen dem Titel. Ich glaube, ich werde mir einmal mal kaufen, nur um mal reinzublättern und meine Wiedergeburt als Schleim, Leute. Geil! Das ist ungefähr wie Angriff der Mörderrucksäcke, der Film. Der Film ist so scheiße, dass er schon wieder gut ist. Lach nicht! Ernsthaft, den haben wir in der Sammlung. Der ist echt geil. Wir sind jetzt hier bei Judo und Kendo im Zelt. So, Ann-Sophie probiert sich mal an Bogenschießen. Kann man hier im Zelt mal ausprobieren. Jetzt mit den langen Muskeln fest Bein aufspannen. Wird alles schön erklärt. Meine Güte, da braucht man wohl Kraft. Der Bogen ist doppelt so groß wie Ann-Sophie. Figurenlesezeichen, Süßigkeiten, Postkarten, Buttons, Plüschis und vieles mehr. Mal gucken, was ich mit meinem geilen Superglück hinkriege. Wahrscheinlich habe ich die einzige Niete in dem ganzen Ding gezogen. So, versuchen wir es mal.
Niete, ich krieg's nicht auf. Cool. Eine Postkarte, eine süße Postkarte. Mit, ich weiß nicht wem, aber es sind Pinguine drauf. Juhu. Ich stehe jetzt an, Warteschlange, Warteschlange. Ziemlich lang, oh, gute 15 Meter, irgendwo was in dem Dreh rum. Und das nur unten an einem Rädchen zu drehen, an der Tombola, das müsst ihr euch mal vorstellen. Kann man eventuell, wenn man ziemlich viel Glück hat, eine Reise nach Japan gewinnen? Vielleicht, ne? Mit meinem Glück kriege ich noch nicht mal einen Luftballon. Ich kann gewinnen mit Gummibärchen. Mit meinem Glück. Hält es genauso, dass ich überhaupt nichts kriege. Ach, hallo. Eieiei. Im Fernsehen, live im Fernsehen. Was ist denn da in der Mitte? Siehst du, ich hab doch gesagt, ich bin so, unfähig. Ich bin in der Mitte. Was wollen Sie? Tasche oder Hut? Tasche oder Hut? Hut. Ja. Wie du machst. Sven, Hut. Hut. Alle hopp, Ann-Sophie kriegt einen Fächer, ne, Gummibärchen. Ein Fächer, das ist Fächer. Oh, Ann-Sophie, wir tauschen, Ann-Sophie. Ja. Juhu, danke, super. Oh, geil. So eine, ein Snack-Pack gekauft, ja, für 10 Euro. Eine Überraschungsbox. Ja, das geht sogar so. Du schaffst das. Alle ab, so, jetzt schauen wir mal rein, was da alles so Schönes gibt. Wow. Doch sehr. Da steht Bio drauf, ich hab's genau gesehen. Von Dietz. Matcha. Was? Matcha-Tee, Pfefferminz. Okay, gut. Aha. Bio. Dann Chocoboy. Oh, das sind Pilze. Schokopilze. Und was? Pepero. Korea No One Brand. Und was ist das da? Süßigkeiten. Fuzia. Irgendwelche komischen, seltsamen. Keine Ahnung. Echt jetzt ein japanisches Snackback mit koreanischem Marke? Asiatische. Asiatisch steht da drauf. Wow, ich habe dafür 10 Euro ausgegeben, was für ein Scheiß. Sehr gut weg. Aber da vorne gibt es noch ein bisschen Sushi und ich glaube, Crepe gibt es auch noch. Aber im Großen und Ganzen ist wirklich alles zu. Ja, also es sind viele schon zu und die anderen verkaufen jetzt noch ihre kleinen Reste, was noch übrig ist. Ansonsten die Händlerstände da drüben, die machen auch langsam dicht und wir haben eben das große Finale gesehen, die ganzen Performance-Künstler, die machen sich jetzt auch auf den Weg nach Hause oder ins Hotel. Und ich kann es auch verstehen, es war wohl sehr anstrengend gewesen, weil für uns normale Besucher war es schon sehr warm gewesen, aber für die armen Leute, die mussten ja noch auf der Bühne rumhüpfen. Ja. Also Fazit von mir, es war sehr schön gewesen. Es war natürlich verbesserungswürdig, aber das war jetzt das Erste, also das ist alles gar kein Thema, kann man ja noch besser machen. Und ja, also jetzt kulturmäßig Japan kennenlernen, Essen auf jeden Fall. Wobei ich finde, sie hätten ein bisschen weniger Anime, Manga und Plüschis nehmen können. Stattdessen eventuell ein bisschen mehr von der traditionellen japanischen Kunst. Also, oder bei Kendo und Judo war es, glaube ich, hätten sie vielleicht mitmachen, was machen können. Das wäre schön gewesen, finde ich. Aber vielleicht machen sie das nächstes Jahr. Wäre natürlich ganz schön. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Da werde ich auf jeden Fall hingehen und werde mir dann mal angucken, was da alles so Neues auf uns zukommt. Ann-Sophie? Ja, ich stimme dem einem zu.
finde ich gut. Hättest du was anderes gesagt? Gut. Wir werden jetzt heimfahren. Der Tag war anstrengend. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Tschüss.